Und immer noch cool, dass hier die Kinder von Moldorm hier rum eiern. Also ich liebe generell diese Spielwelt hier, Cuckoland Island generell, also mega, mega nice. Ihr merkt, ich bin schon wieder mit dem Thema am Ende und das tut mir echt ehrlich gesagt leid. Aber man kann nichts machen, ne? Wie gesagt, ein bisschen was submitten, aber in der Zeit, wo ihr das submittet habt, habe ich das schon wieder nicht gelesen und das Spiel ist auch in der Zeit, glaube ich, sogar schon vorbei, bevor ich die ersten Kommentare lesen kann oder so. Das ist was ist, was ich generell sehr möchte, aber ah, noch nicht. Einfach wunderbar, könnte man meinen. Oh nein. Oh Scheiße. Soll ich das hier mal probieren? Wenn man den stunnen kann oder so. Ja, der wirft uns jetzt die ganze Zeit mit Bällen ab. Einfach ein Völkerball, was ich schon cool finde. Weil Völkerball ist eigentlich so das Mobbing-Spiel schlechthin. Ihr könnt euch denken, warum. Und sonst erkläre ich es euch. Es werden halt immer sofort die abgeworfen, die nicht abgeworfen werden sollen, aus meiner Sicht. So. Gehen wir nochmal. Oh, Zauberei! Ach, jetzt kommen wir unten wieder raus, ne? Wir kommen. Okay. Ach komm. Nochmal in den Raum rein. Und dann ganz schön. Ich glaube, die werden auch nur zu Feen, wenn man irgendwie Lowlife ist. Und ja. Also ich habe ein bisschen was mit VR-Brillen vor. Oh nein! Ich dachte schon. Ich finde das Herz schon irgendwie schön. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir haben immer noch die Karte noch nicht gefunden, ne? Ah, wir sind in dem Raum, okay. Gehen wir mal da rüber. Wir waren anscheinend nicht in allen Räumen. Ist ja wohl irgendwo logisch. Weg hier. Ne, da kommen auch so manchmal keine Dinge. Okay. Wie war das nochmal? Ja, das war fast richtig. Das war wiederum auf. Ah, okay. So, jetzt können wir das vielleicht mal lösen. Die leuchten die Augen, die leuchten auch nur, wenn es richtig ist. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? I don't know, my friends. Auch mal wieder ein cooles Spiel wäre, wäre Ocarina of Time anzufangen, aber das ist ein genauso großes und langes Zelda wie. Was abschießen mit Feuer vielleicht? Ich glaube, das ist eine super Feuerverschwendung hier. Ah, die kann man damit irgendwie eine platt machen, ne? Ja, so war das. So, wo sind wir jetzt da? Dass ich keine Bomben verschwendet habe. Werde ich trinken. Jetzt wollen sie erstmal wieder nichts fressen. Wer will jetzt gleich als nächstes wieder was fressen? So.
Alle wieder nichts fressen. Ups. Ups. Okay. Willst du mich? Ich bin schade, dass man das manchmal nicht predikten kann, wo lang. Ah nee, das war dumm. Das war sehr. Aua! Dumm. Finde ich schon wieder. Danke für die Fee. Aber wir haben eigentlich sogar noch genug Feen, aber wirklich auf Lager. Das finde ich cool. Dass das Spiel dann trotzdem so viel Feen nochmal gibt. Falls man mal out of Fee geht, so in die Richtung. Haben wir jetzt da oben. Achso, hier hätten wir zurückgekommen, falls wir keine Bomben mehr gehabt hätten. Okay. Hier müssen wir gleich nochmal hin. Müssen wir nochmal nach da oben. Ich würde erstmal sagen. Geht erstmal einmal nach da oben. Einfach nur nochmal sicher zu sein, was da so ist. Ein Boomerang ist da ganz schön praktisch. Den hatte ich übrigens beim ersten Run nicht zu dieser Zeit und das war leider ein wenig problematisch. Hier hätten wir super mitten dran kommen können übrigens und Pfeiler haben wir auch noch. Schön. So, wir haben wieder ein schwarzes und ein weißes Feld. Das ist die Sache, beide sind eigentlich weiß. Ja? Erstmal. Ja. Was hab ich nochmal gesagt? Achso, ja, sowieso erstmal. Ja. Das wurde super gefasst. Übrigens ist der... Oh, 300 Rubine, Alter. Ah, Alter, okay. Die Truhe haben wir noch gar nicht geöffnet, ne? Ich glaube, ich vermute, hier ist die Karte drin, da ist ein Schlüssel drin, ne? Dann können wir hier wieder hoch. Wir waren echt noch nicht an dieser Truhe. Dumm. Aber es lässt sich gleich locker lösen. So, hier waren wir ja schon mal. Wir hätten einfach nach unten weiter gekonnt. Ah, wir kriegen das alles schon. Alles mit der Ruhe, alles. In der Ruhe liegt. In der Ruhe liegt die Kraft. Entschuldigung. Ich mag jetzt so kleine Aussetzer, gedanklich. Warum komme ich da nicht ran? Vielleicht deswegen. Wo? Machen wir erstmal den. Übrigens ist die Sache, die Orientierung dieser Drücker verändert sich je nach. Hier ist ein bisschen, ne? Wenn wir da oben brauchen. Diese Orientierung ändert sich je nach. Also, wenn man aus dem Tempel einmal rausgeht, dann wird alles resettet. Das heißt, man sollte sich diese Muschel erst dann holen, wenn man ganz genau weiß, ey, ich brauche diese Orientierung dieser. Nicht mehr. Das du mal so als Anmerkung am Rande. Da waren wir wirklich noch nicht dran. Warum waren wir nicht dran? Richtig, deswegen. Die Truhe doch geöffnet. Ach, da war das Balsam drin, ne? Da war das Balsam drin. So, wie kommen wir da jetzt nochmal hin? Da Question. Frage aller Fragen ist. So. Gehen erstmal wieder in den Hauptraum.
Wir überlegen erstmal. Ich glaube, das wird sogar eine ganze Folge einnehmen. Wie kommen wir hier hin? Also wir können, glaube ich, hier längs. Ich glaube, dann können wir hier irgendwo runterspringen. Warte mal, ich glaube, das führt... Warte mal. Das führt, glaube ich, hier lang. Das... Warte mal. Ich weiß gerade nicht, welches Loch wo lang führt. Ich meine, das Loch führt da lang. Ich glaube, das führt irgendwo da längs. Nee, kann ja nicht sagen. Ich meine, das hier, wird dann, glaube ich, da lang. Also wir müssen nochmal zurück. Wir finden es einfach zusammen raus. Wie war das denn? Ich habe es nämlich nicht gemerkt. Ich war ein bisschen... Das war auch so leider so ein kleines Problem in der ganzen Zeit, die ich das, diesen Tempel hier gemacht habe. Ich habe vergessen, wo lang, wie lang, wo ist. Genauso wie ich vergessen habe, dass man überhaupt reden kann. Erstmal kurz verrotten lassen. Das hat doch funktioniert. So, ja, perfekt. Wir müssen nach da unten, ne? Dann können wir das damit irgendwie... Ernsthaft, das war der einzige, der noch fehlte. WTF. So. Ich meine, den können wir mit Pfeil und Bogen oder so auch noch wegmachen. Dass wir das müssen. Ah, oder? Nee. Da was Wichtiges vergessen. Ich weiß, wie ich das eigentlich reflektieren soll, aber ich habe den Schulterfels gerade nicht. Okay, hier kommen wir so da. Okay. Wir wissen schon mal, wie wir in den Raum hier reinkommen. Das ist doch auch schon mal was Schönes. Was Feines. Hier haben wir noch eine Blutblockade. Das heißt... Ah, okay, ja, gut. Ich weiß Bescheid. So hoffte er und verlor all sein Leben. Ich plädiere gerade darauf, dass irgendwer davon irgendwie, ja... Ich hoffe nur fast voll, ne? Ja, perfekt, komm. Das ist doch nicht so schwer. Also ich kann es jedem empfehlen, der echt ein Zelda, also nicht nur wer Zelda-Fan ist, sondern wer auch auf solche kleinen Spiele steht. Ich bin einfach immer noch sehr von diesem Spiel begeistert und ich bin froh, dass ich dafür 150 Öcken ausgegeben habe. Also fragt euch bestimmt, warum 150 Öcken, das halte ich für ein anderes Video. Nein, ich habe die Special Edition mit der Steelbook-Variante, die den Game Boy darstellt und die quasi als Titelbild das alte Spiel hat und das finde ich schon irgendwo nice. So, was will uns das Ding noch sagen? Die von Krüger umgebenen Schatztruhe lässt sich durch eine Erschütterung öffnen. Willst du mich verarschen? Du hast den großen Schlüssel erhalten. Jetzt kannst du die Tür zur Bosskammer öffnen. Das machen wir doch gerne. Ich hoffe nur, dass wir uns auch darüber ziehen können nochmal. Ich hoffe es ehrlich gesagt. Aber nein. Bill hat nicht damit gerechnet, dass wir das nicht machen. Züge an Herzen. Habe ich keine Lust drauf. Das Basum hätten wir uns reinziehen können, falls wir gestorben wären. Okay, ich weiß jetzt wieder, wo längs.
Nein, das wollte ich nicht. Wollte ich sowieso nicht. Das sieht mir schon besser aus. Auf jeden Fall kann ich eben dieses Spiel empfehlen, und zwar wärmstens. Einfach nur aus dem netten Gründchen. Einfach mega geil ist. Wo war das jetzt nochmal links? Ach, da oben. Okay. Weiß Bescheid. Bomben brauchen wir. Wir sehen gleich wofür. Ja gut, dass ich weiß wofür, ist natürlich logisch. Ich habe das Spiel natürlich schon ein bisschen angefasst, ne? Nur ich finde schade, dass bei den Profilen nur mit Nintendo-Account auch die Zeit gezählt wird. Leider eine kleine Sache, die schade ist. It happens. Ich bin falsch, oder? Ich bin falsch gegangen, so eine Scheiße. So. Ich glaube, ich habe nicht mitbekommen, dass wir die Karte schon eingesammelt haben. Bestimmt habe ich es vorgelesen. Aber nicht allzu sehr mitbekommen. Weil ich in meiner eigenen kleinen Welt stecke. Ich werde uns jetzt erstmal den Weg ebnen. Nämlich, was wir machen. Weil falls wir Feen gebraucht hätten, hätten wir uns die hier eben snap hatten können. Schön. Wird uns mal eben schon schön ein Herz abgezogen. Aber selbst hier wäre das so gewesen. Ich glaube, hier kommen auch nochmal Feen raus oder so. Oder auch nicht. So, ich will. Ich nehme schon mal das mit, was ich mitnehmen muss, nämlich die Bombe. Denn Riesen. Hey, soll ich dir einen Tipp geben? Also gut, bewirf mich auf keinen Fall mit. Hoppla, jetzt habe ich es fast verraten. Dämonenfratze ist unser Endgegner. Für diesen Tempel natürlich. Nämlich. Ich möchte keine Bomben. Ernsthaft, er kann die wirklich einfach. Oh, warte. Komm her. Ich glaube, das war ein bisschen zu hoch gezielt, oder? Ja, nee, boah. Also er ist kein allzu schwieriger Gegner. Hör mir gut zu. Sollte der alte Windfisch jemals aufwachen, wird alles auf dieser Insel verschwinden. Hörst du? Alles. Auch du. Durch dich an. Oh, nur ein Herzcontainer. Wir haben jetzt 14 Herzen. Eine Triangel. Die Korallentriangel? Ja, die Korallentriangel. Jetzt gedacht. Gebirge, ein Ruf aus den Bergen. Die Monster auf Kokolint befürchten, dass der Windfisch bald aufwachen wird. Sie sind mächtig und können die Insel erobern und ihre Feinde zerstören. Der Tag könnte schon nah sein. Geh nun zum Bergturm, fliege wie ein Vogel.
Nimm mich doch einfach mit. Spiel.